Hallöchen. So, ihr habt mich überredet, tötet. Ich mache dann mal ein Instagram-Live und packe meine Kartons gleich aus. Erstmal ein bisschen aufräumen kurz hier, weil sonst kann ich kein Live machen. Hallo, hallo, hallo. So. Nochmal ganz kurz aufräumen und dann stelle ich euch auch schon gleich hin. Dann mache ich ein kleines Lager. Da sind nämlich einige Kartons gekommen. Und die wollte ich mit euch auspacken. Ich überlegte erst, ob ich noch weiter Netflixen soll. Naja, ich habe erst eine halbe, na, Viertelstunde Netflix. Jetzt habe ich gedacht, nein, raff dich aus. Ich habe nämlich gleich noch eine Party. Und dann kann ich schon mal ein wenig in Sensi-Stimmung kommen, wenn ich die Kartons auspacke. So, Moment. Nee, das ist doof. Oh, endlich was zum Gucken, während ich abwaschen muss. Sehr schön. Ich bin gerne dafür da. So, ich hole jetzt. Oh Gott. Ich hole jetzt einmal ganz kurz die Kartons. So. Hier habe ich den ersten schon ausgepackt. Beziehungsweise ich habe ihn schon aufgemacht. Genau. So. Pass auf. Wir haben hier eine Partybestellung, glaube ich. Eine große Golden Sunset. Das ist diese lila, ne? Diese leicht pinke, pink-gold. Ganz tolle, hübsche Lampe. Eher so Richtung Sommer. Genau. Ja, wartet mal. Irgendwie muss ich mich hier mal richtig anziehen. Sonst ist das doof. So, ich bin wieder da. So, alles klar. Dann haben wir hier einen Star-Ventilator. Einmal einen Ventilator fürs Badezimmer, denke ich, bei der Kundin. Dann haben wir eine Glitter Rose. Gold aus dem Sale. Alexa, Außenlampe an. Denke gerade, wer kommt da? Dann haben wir hier einen Sand Circle, Jammy Time. Aber Hallihallo! aufpassen, dass ihr während der Fahrt nicht einschlaft. Jammy Time bin ich ja immer so weg. Mama, Na, Mucki? Mir tut mein Nacken jetzt noch ein bisschen doller weh. Ja, dann kriegst du gleich Schmerzmittel. Mama, Na. wenn es mir morgen nicht besser geht, dann Jetzt kann gehen ich wir nicht. trotzdem zum Judo. Aber mein Nacken tut so Ich weh. mache jetzt weiter, wenn wir sprechen dann nachher drüber. Dann machen wir dir gleich mal ein Könnerkissen. Ja. Und dann gebe ich dir Schmerzmittel. Hier haben wir eine Salerno und eine Why Are You Blushing? Salerno, Why Are You Blushing? Und die Glitter Rose Gold. Dann habe ich hier, oh, ein Lebkuchenmann, ein Gingerbread Man. Oh, der ist so süß. Der ist mega süß. Dann haben wir hier ganz viele Teile. Oh Gott. Ganz viele Unterteile von Lampen. So. Was haben wir nochmal? So. Dann haben wir hier einige Glitter Rose Gold. Nochmal Glitter Rose Gold, nochmal Glitter Rose Gold. Why are you blushing? Dann haben wir Pink Cotton Pots. Das ist ja auch schon eine geile Nummer. Dann haben wir Pink Sugar Berry Mint, das finde ich ziemlich eklig. Mag ich gar nicht, das ist. Oh, nee. Das ist nicht meins. Juhu! Nee, das ist gar nicht Bennets Duschgel, was gekommen ist. Ich dachte, Bennet sein Duschgel ist gekommen. Einmal Schimmerduschgel. Bennet hat nämlich Alexa, Durchgang an. Bennet hat nämlich Jammy Time Duschgel bei Mama bestellt und das kommt hoffentlich jetzt auch die Tage. Genau, einmal eine Stella, eine große Lampe. Also die Stella ist bei euch absolut hoch im Kurs.
einmal ein Glasunterteil, das ist gut. Mir fehlte bei der Party, die morgen fällt, mir fehlte eins. Zum Glück. Jetzt hätte ich sonst hinterherfahren müssen, das ist ein bisschen blöd. So, dann haben wir noch ein paar Unterteile, Glasunterteile von den Roségoldlampen. Dann haben wir, dann haben wir noch eine Glitter Roségold, dann haben wir eine Lily Garden und eine Frost, die habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Also nicht in Wirklichkeit. Glitter Rose Gold, Lily Garden und eine Frosty, die gucken wir uns mal zusammen an. Auch süß. Sehr, sehr süß. Der ist ja niedlich, der ist so, ja, als wenn es geschneit hat. Süß. Oh, warte mal, ihr seht gar nicht so viel, ne? Oder? Ist hier die Lampe kaputt? Ne? Ach doch, jetzt. Seht ihr das? Voll niedlich. Die ist, ich glaube, für ein Kinderzimmer sollte ich sagen, von jemandem. Genau, also von einem etwas älteren Kind schon. Mega süß. Mega niedlich. Mein Sohn wird das im Leben sich nicht hinstellen. Aber Mädchen sind da ja noch mal ein bisschen anders, habe ich gehört. Dann habe ich zwei Schimmerseifen. Und ich habe Düfte. Düfte. Ja, ich habe gleich eine Party. Ich freue mich auch schon mega doll drauf. Die Dame kommt nämlich von einem Markt, wo sie, glaube ich, eine Kleinigkeit gekauft hatte und gesagt hat, mach eine Party. Und das war aber Anfang des Jahres, also echt schon ewig lang her. Und die hatte sich dann jetzt vor 2 Monaten oder so wieder gemeldet und sagte, oh, ich möchte gerne dann und dann. Ich sage, juhu, machen wir. Genau. So, dann haben wir hier eine Glühbirne. 25 Watt. Dann haben wir Luna Pots. Auch immer geil. Luna Pot geht immer. Immer, immer. Harry Potter, den Duft habe ich auch noch nicht gerochen. So ein bisschen männlich angehaucht. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Ein bisschen leicht, nur nicht nur leicht männlich. Ordentlich männlich. Black Currant und Plum. Black Currant und Plum. Spice Cake. Nochmal Spice Cake. Kaschmir und Corduroy, Christmas Cottage, Pink Sugar Berry Mint, nochmal Pink Sugar Berry Mint, Vanilla Waves, der ist auch sausüß, Jammy Time, damit ihr eine schöne ruhige Nacht habt, Luna, Berry Blast, Alu Water und Cucumber, Snowberry, nochmal Luna, Hack in a Mug, Apple and Cinnamon Sticks, Vanilla Bean Buttercream, Shimmer, Very Merry Cranberry und nochmal Luna. Also derzeit liegt Luna vorne. Aber ich habe noch 3 Kartons, meine Lieben. Oh Gott, der ist aber ganz schön schwer. Tada, da muss ich mich nicht mehr bücken. Gucken wir mal, was in dem Karton drin ist. Erstmal Papier. Und ich habe es geahnt. Heute Morgen habe ich die noch versendet, da wo sie hin soll, die großen Kalender. Jetzt ist diese blöde Lampe angekommen, die eigentlich damit rein sollte, die aber eigentlich hätte Montag kommen sollen, laut Status, OPS-Status, die jetzt heute gekommen ist. Super toll. Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Dann habe ich hier ganz viele Glitter Rose Gold Lampen. Super viel Glitter Rose Gold.
Glitter Rose, Glitter Rose. Also alle, die Glitter Rose Gold noch warten drauf oder abholen wollen, sagt Bescheid. Sie ist da. Dann habe ich tada! Den Bayern Bar. Okay. Und er riecht ähnlich dem Harry Potter. Nein, noch frischer. Oh, das ist Flussdeo-Geruch. Ich schwöre euch, das riecht wie Axe. Nee, nicht Axe. Er hat... keine Ahnung, wie das sein... ich hol's immer. Rexona... Kobalt. Ich glaube, so riecht das. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Das Bayern, also mega gut. Dazu gehöre ich... Ta-da-da-da. Natürlich auch eine Bayernlampe. Der Clou ist an der Bayernlampe. Mega! Das ist das Schälchen in Form eines, ja, eines Balles, eines halben Balles. Bennett, bringst du mir die Dreiersteckdose mal, die da vorne ist? Stirbst du? Sie ist mit neuem Kabel. Freunde. Ja, Hase. Ja, kann ich aber jetzt nichts machen, außer Kopf ab. Das ist die Möglichkeit, die wir noch haben. Kopf ab, dann tut es nicht mehr weh. Kannst du überlegen. Ich weiß, Mutter Rabiata. Sorry. So, der Clou ist, die ganz neuen Lampen, die neu produziert werden, haben einen An- und Ausschalter. Sehr cool. Wir haben lange, lange, lange drauf gewartet und haben ihn endlich bekommen. Einmal die Scherben zur Seite legen hier. Was ein Riesenteil. Und dann. Tada! Ist schon cool, die Nummer hier. Ja, das ist schon. Ist schon cool. Das ist schon cool. Da wird sich derjenige richtig, richtig doll freuen. Auch gerade, dass das Kabel so ist, das ist schon, ja, Patricia, aber sie ist tatsächlich nicht für mich. Aber ich weiß, die Kundin hat keine Probleme damit, wenn ich die ganz kurz einmal zeige. Also eine Bayern München Lampe, juhu, juhu, juhu. Und ich habe gleich noch mehr für euch. Ich habe gleich noch mehr für euch. Ich zeig's euch gleich. So. Einmal die Bayernlampe wieder rein. Zack, reingestellt. Und Oberteil rein. Schale rein. Ganze Gebinsel rein. Zugemacht und fertig. So, und jetzt zeige ich euch. Kennt ihr ja schon, wie es für Bennett zu Weihnachten. Und deswegen. Ja.
Sie nicht. Ich bin nicht größer. Das ist die Harry Potter Eule. Hedwig. Hier die Glühbirne. Das ist die Glühbirne. Die Hedwig Kopf. Oh, ist das ein riesen Oschi. Alter Falter. Oh, die sieht schon verdammt gut aus. Sieht schon wahnsinnig gut aus. So, ich mache jetzt die Lampe mal nicht an, weil das ist Quatsch. So, jetzt funktioniert das hier nicht. Moment, ich bin gleich soweit. So. Ich zeige euch jetzt nur mal nur diese Eule, die ist schon beeindruckend genug. Das ist schon echt ein riesen Ding, ne? Dann wird die hier draufgestellt auf die Lampe und dann scheint hier hinten der Mond an die Wand. Dann packt ihr hier den Wachs rein. Wahnsinnsteil. Sau schwer. Richtig, richtig schwer. Dass die heil immer ankommen, die Lampen, ne? Der Wahnsinn. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Manchmal denke ich auch, das ist echt Glückssache. Weil, na gut, die sind halt mega gut eingepackt, ganz klare Nummer. Aber trotzdem ist das schon heftig. Jetzt wird die auch nicht mehr eingepackt. Na gut. Ja, das ist schon cool. Also die Eule ist schon ihr Geld wert. Die kostet ja, die habe ich auch, die ist so schön. Ja, die ist super, super schön. Die ist ihr Geld einfach absolut wert. Also kann man absolut nicht anders sagen. Klar, sie kostet 106 Euro. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ich habe es auch gesagt. Aber die Sache ist es einfach wert, ne? Also absolut, absolut, absolut. Ja, so. Davon habe ich noch eine andere. Also zwei davon existieren. Oh, alleine der Karton ist schon so geil, ne? Leute. Ja. Kann man nicht anders sagen. Guck mal, die kam doch jetzt vorhin schon. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. So. Und jetzt der nächste. Ja, Stunde Zeit habe ich noch. Stunde habe ich noch. Ja, komisch, dass UPS geschrieben hatte, Montag kam das und heute kam es schon. Ich meine, es ist schön für die Kunden, um Gottes Willen. Aber doof zu planen, ne? Wenn ich damit geplant hatte und jetzt das doch nass gekommen ist, ist ein bisschen doof. Weil dann hätte ich es nicht heute rausgeschickt, sondern erst vielleicht am Montag. Ja, am Morgen. Yeah, da ist es. Jammy Time Wash. Ach nee, so rum. Benne, dein Duschgel, der neue, ist es da? Willst du mal riechen? Ich aber. Geil. Geil, geil, geil. Ah, Jammy Time. Ja, es ist mega meins. Beziehungsweise Bennett und meins. Benutzen wir zusammen, der Bennett? Du? Benutzen wir das zusammen? Dann haben wir hier noch Vanilla Bean Buttercream Pots. Dann haben wir Freshen Up Papi, Lavender Coco und nur. Ah, geil! Das ist die Party von Sonntag. Wo ich Sonntag hin soll, da ist die Gastgeberin von der Party. Das ist dann wieder geil. Das ist natürlich schön, dass es jetzt schon gekommen ist.
Ja, also Rose Gold, dann hier Hundeprodukte, Freshen Up Pup. Das ist, wenn euer Hund stinkt und ihr quasi einmal nur drüber sprüht, dass er ein bisschen der Geruch neutralisiert wird. Ich weiß nicht, jetzt Hundewiese oder Wald oder sowas in der Art riecht ja schon beim Hund. Oder einfach unser nasser, sehr, sehr haariger Hund riecht auch immer Ewigkeiten. Und damit halt nicht. Und No Knot Spot. Also das heißt, ihr sprüht es auf. Das ist wie dieses Antizip-Spray für eure Haare. Nur halt für den Hund. Weil das Antizip-Spray für eure Haare ist nicht geeignet für Hundehaare. Genau. Dann neue Kataloge, weil meine sich dem Ende neigen. Genau. Dann eine Night Sky Lampe. Eine große Night Sky Lampe. Und eine Polar Panorama. Ach, guck mal, dann ist das die Party auch schon. Ja. Schön viel Arbeit. Super, ich freue mich. Oh Gott, manchmal denke ich auch, wie schaffen die Postboten und UPS-Fahrer das und so. Oh, das ist ein Grund, nicht bei UPS anzufangen. Oh, ich wär tot wahrscheinlich schon nach dem zweiten Karton. Gut, die haben diese Wagen, ne? Aber naja. Geht das auch für Katzen? Ja, ich glaube, bei Katzen ist es ein bisschen, ich glaube, Katzen sind da ein bisschen empfindlicher im Geruch. Das weiß ich aber nicht genau. Da bin ich zu unerfahren. Das muss ich mal nachfragen. So, einfach Müll beseitigen. Dann habe ich hier für meine Partyknödel mal Washerwurst besorgt. Ja, mal gucken. Mal schauen. Washables. Dann haben wir hier noch einen Gingerbread Man. Der ist auch mega lieb bei euch. Dann war jetzt dieses Angebot, dieses Monatsangebot. Eine Lampe und vier Düfte. Die Polar Panorama war sehr, sehr beliebt bei euch. Bei der letzten Party. Da habe ich ja schon zwei. Denn das Candy Christmas House. Juhu, ich weiß, dass ich jetzt super doll drüber freut. die guckt bestimmt das Video nochmal nach. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, euer Candy Christmas House ist da. Dann habe ich eine Light from Within Lampe. Eine Glitter Rose Gold Lampe. Dann habe ich Glas-Mini-Untersetzerteile. Ich baue mal die dritte. Also wie das, wie gesagt, bei Katzen ist, Katja, kann ich dir gar nicht sagen. Dann habe ich mir meine Partyknödel wieder ordentlich bestellt. Dann ein Slate-Mini-Duftventilator. Eine kleine Glühbirnchen. Die muss ich immer im Haus haben. Falls mir eure kaputt gehen. Schimmerbar. Christmas Cottage Mini, totally mini. Und Candy Cane Buttercream, der ist für mich. Aus der Vanilla Bean Buttercream Kollektion. Ah, oh, das ist meins. Bennett, das ist auch deins. Ah, oh, das ist lecker. Candy Cane, also das ist. Ach, riecht total nach. Vom Weihnachtsmarkt. Vom. Ah, oh, woher riecht das? Habe ich schon gegessen. Diese. Sind das diese Kissen, diese Zuckerkissen? Die man bei diesen Süßigkeitenständen holt. Wisst ihr, was ich meine? Du meinst. Hier, Zuckerwatte. Nee, keine Zuckerwatte. Auf jeden Fall riecht es super süß und super lecker. Mega! Candy Cane Buttercream. Also eine Kombination mit Vanilla wie Buttercream und irgendwas noch süßerem. Ja, dann haben wir eine Twinkle-Lampe. Die war nämlich bei der letzten Party ebenso mega beliebt. Genauso wie die Night Sky. Davon habe ich auch jetzt schon die zweite. Und noch eine Twinkle. Auch nochmal die zweite oder dritte oder vierte oder so. So, dann haben wir hier nur noch Düfte. Mal durch.
Und sind dann auch fast fertig. Dann kann ich ja doch noch eine halbe Stunde Netflixen, bevor ich zur Party gehe. Ich gucke gerade eine Serie. Ich suchte gerade eine Serie. Die suchte ich bis mitten in die Nacht rein, leider. Aber das passt ganz gut, wenn ich zum Beispiel eure Päckchen packe. Oder. Dann suchte ich nebenher. Wenn ich nicht gerade die Fragen von euch beantworte. Ja, komm. Dann habe ich hier, ach so, guck mal. Es gab ja immer blumig, fruchtig oder ich glaube Zitrus bei diesen drei Lampen dabei. Und hier sind das nämlich die Bars. Da gibt es Coconut Vanilla Orchid. Habe ich gleich dreimal. Dann Lavender Violet. Der ist mega lavendermäßig. Paradise Petals. Aussieplum. Aussieplum war damit bei. Aussieplum riecht auch gut. Dann Scarlet Sunflower. Ich glaube, ich muss anbauen oder so. Scarlet Sunflower. Blooming Beach. Oh, nochmal Candy Cane. Den habe ich mir zweimal bestellt. Ich wollte euch Duftproben davon machen. Velvet Moon. Guck mal, den habe ich jetzt das erste Mal jetzt. Fluffy Fleece. Das erste Mal. Hey Tiger Lily. Dreimal. Das ist nämlich von den, ich glaub, von den Fruchtigen oder so. Perfectly Pomegranate. Dreimal. Dann haben wir Candy Dandy. Müsste auch dreimal sein. Candy Dandy ist auch super süß. Candy Dandy. Camomile Daisy. Das ist aus dieser Life is a Garden Kollektion. Die war auch super beliebt. Die Life is a Garden Kollektion. Da war Camomile Daisy, Lavender Violet. Dann war noch irgendwas mit Thymian, meine ich. Ja. Blooming Beach. Ach, da habe ich den Blooming Beach. Wollte gerade sagen, müsste doch da sein. Und Cozy Cardigan. Das war's. Schon, das war's. So. Ja. Also, ich bin auch mit euren Adventskalendern schon fertig. Super cool. Die großen sind noch nicht ganz fertig. Die werden dieses Wochenende fertig. Und die kleinen sind fertig. Sind die süß. Und dann habt ihr jeden Tag ein Türchen mit einem anderen Wachs. Das Coole, das ist cool. Ich habe gestern und vorgestern den ganzen Tag gegossen. Wie eine Irre habe ich gegossen und gegossen und gegossen. Aber es war so schön. Es roch so gut. Das könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Genau. Ich zeige euch das nochmal alles. Und dann wünsche ich euch auf alle Fälle einen schönen guten Abend. Da. Kataloge. Die ganzen Bars. Mini-Duft-Ventilator, normaler Ventilator. Die Bars, die ganzen Mini-Duftteile. Ich im Spiegel, hi. Im Fensterscheibe. Die ganzen Mini-Duftlampen. Die Unterteile, da hinten sind noch die Lampen. Ich glaube, ich habe ein paar Glitter-Rosé-Gold hier. Genau, dann einige Lampen, die Christmas-Lampen. Und Bayern und Harry Potter und so weiter. Jo. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gebracht, mal wieder zuzugucken. Und ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Abend und ein noch tolleres Wochenende. Ich muss unbedingt meinen Lippenstift neu machen, sehe ich gerade vor der Party auf alle Fälle. Ja, ich kann euch übrigens das hier nur ans Herz legen. Das hier, so jetzt. Nee, das war falsch rum. So ist richtig rum. Jimmy Time! genau. Ich habe heute eine Party. Gar nicht so weit weg. Ich habe morgen habe ich eine Online-Party und da sind wir bei Freunden eingeladen abends. Und morgen früh ja das Judo-Turnier von. Oh Gott, das sieht ganz schrecklich aus, so nah jetzt. Das Judo-Turnier von Bennett in Tarp.
Und da bringe ich aber, das passt ganz gut, weil wir da nämlich dann ganz viele, die Party von Flensburg noch ausliefern und noch einen Adventskalender abgeben. Oh, das riecht so gut. Und am Sonntag habe ich noch eine Party, aber die habe ich Richtung Husum. Genau, so ein Ticken weiter weg. Die habe ich am Sonntagabend. Und da hat die Gastgeberin mir schon dezent Angst gemacht, weil da sollen 17 Leute kommen. Flo sagte schon, da muss ich 2 Knödel knödeln, ne? Ich sage, ja, du musst 2 Knödel knödeln, es tut mir leid. Er sagt, das macht nichts. 17 Leute, ist doch auch cool. Ja, aber eins würde nicht schocken, ne? Wenn der eine das bekommen hat, ist der andere schon wieder gelangweilt und kann schon fast wieder gehen, so ungefähr, bis das Partyknödel wieder angekommen ist. Also dementsprechend wird es 2 Partyknödel geben. Also ab, na, ich sag mal so 12, 13, ja, Personen würde ich 2 Knödel immer mitnehmen. Ich glaube, das ist besser. Oh Gott, und jetzt muss ich mich erstmal fertig machen hier, Leute. Das nützt überhaupt gar nichts. Also, Jammy Time, mega toll. Bennett's und mein Duschgel. Ich freue mich, das war nämlich ewig, ewig, ewig. Das war, gab es nicht, dann gab es das neu jetzt zum Sommer hin. Dann gab es das ganz lange nicht. Dann war das ganz schnell ausverkauft innerhalb von Minuten. Dann habe ich es jetzt endlich schnell gekauft. Und jetzt ist es noch gerade da. Also meldet euch, wenn ihr Jammy Time Duschgel haben möchtet. Genau. So, einen schönen Abend. Ciao.